So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Boah, ich hau hier gerade Fanpost durch, dass es nur so kracht. Jetzt haben wir hier Jasmin Love Toothless. Mein Gott, liebe Jasmin. Ich kenne Jasmin schon echt eine gefühlte Ewigkeit. Das war noch Zeiten als YouNow-Zeiten, genau, wo sie noch selbst gestreamt hat. Und Jasmin, ich meine, sie heißt nicht umsonst so, liebt ohne Zahn über alles. Das ist ihre Welt, das ist ihre Figur, ihr Drache, Drachensemmel leicht gemacht. Das war und ist ihr Ding zu 100%. Und sie hat irgendwann für Ewigkeiten mal geschrieben, ich werde dich mit Zeichnungen überfluten. Und seitdem kommen Bilder von Jasmin. Also Jasmin alleine hat mittlerweile hier zwei dicke Ordner vollgefüllt mit ihren Zeichnungen. Ich habe noch von keinem Menschen auf der ganzen Welt so viele Bilder bekommen wie von Jasmin Love Toothless. Der absolute Ultra-Oberhammer-Gacher. Jasmin, ganz liebes Herzle an dich, ja? Ich weiß nicht, was in diesem Umschlag drin ist. Ich habe ihn schon aufgeschnitten, habe noch nicht reingeschaut. Das machen wir jetzt hier zusammen. Jasmin, ich hoffe, dir geht's gut und ich freue mich wahnsinnig auf deine Post. Ich bin hammermäßig gespannt. Ist es immer noch ohne Zahn oder ist vielleicht ein neuer Charakter dazugekommen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Jasmin hat ihren ganz eigenen Zeichenstil, auch sehr beliebt bei euch allen, eben was die Zeichnungen hier anbetrifft, denn sie hat so ihre ganz eigene Art und sie hat schon Zeichnungen gemacht, wo ich wirklich glatt und ohne zu zögern gesagt habe, also Jasmin sollte eigentlich mal ein Kinderbuch illustrieren, denn ihre Zeichnungen sind einfach total lieb. Sie schafft es, einen brüllenden Tod oder einen flüsternden Tod zu zeichnen, dass er zwar aggressiv ist, aber goldig, total goldig. Und das muss man erstmal hinkriegen. Also ich kann euch sagen, es gibt viele Grafiker, die auf Teufel komm raus versuchen, süße, liebe Zeichnungen zu malen oder halt monströse Erscheinungen, die trotz ihres Aussehens lieb wirken. Die schaffen das teilweise überhaupt nicht. Bei noch so vielen Versuchen, Jasmin, ist es immer gelungen. Und sie hat auch ihre Fans, denn auch hier auf meinem Kanal lese ich immer mal wieder Kommentare, die sich ihre Bilder angucken und schreiben, oh, Jasmin Love Toothless, tolle Sachen, viele Grüße. Und das auch nach all den Jahren. Das soll alle anderen Einsendungen um Himmels Willen nicht schmälern. Ihr seid alle klasse, ja? Dicke Daumen nach oben für euch alle, die mir hier ihre tollen Zeichnungen schicken. Aber sie hat halt so eine unfassbare Masse geschickt im Laufe der Jahre. Das ist der Hammer. Sie könnte eigentlich, oder ich könnte eigentlich mit den ganzen Bildern eine riesen Galerie füllen. Und das ist schon echt der Hammer. Ja, lange Rede. Lasst uns reinschauen. Und ach du Liebe. Ja, ich sehe, ach du Liebe Zeit, Jasmin. Oh. Leute, das ist ja der absolute Oberknaller. So, Umschlag ist leer. Das sind alles Zeichnungen. Oh mein Gott, Jasmin, das sind alles Zeichnungen. Du bist ja der absolute Oberknaller. Wow. Okay. Herzchen, noch eine Klarsichtfolie draufgelegt, damit den Bildern nichts passiert. Ja, ich lege das mal zur Seite und ja, wir gehen hier. Oh Gott, sind das viele. Um Himmels Willen, wie viel sind denn das? Das ist ja, großer Gott, Jasmin, der Oberknaller. Ja, guckt's euch an, ne? Ohne Zahn, es geht wieder los. Und natürlich ihre Signatur, Yes, Jasmin, Love Toothless sieht aus wie Yes und das ist toll, das ist klasse. Ja, ohne Zähnchen, ne? Mit ihm beginnt's. Bin gespannt, ob's mit ihm vielleicht auch aufhört, wir werden sehen. Und vor allem zählt mal mit, ich bin gespannt, wie viele Bilder das jetzt hier heute werden, ne? Kann sein, es werden zwei Teile, ne? Ich guck, dass ich die Bilder so schnell wie möglich mit euch durchschaue, aber ich genieße es halt. Ich lasse mir Zeit, klar, ich muss in einem bestimmten Zeitrahmen bleiben, sonst wird das Video einfach zu lang. Es ist albern, wenn ich zu jedem Bild sage, Wahnsinn, klasse, bombig und überhaupt, und weil es wird sich nur wiederholen. Ich gucke es mit euch recht zügig an, aber liebe Jasmin, du weißt, ich gucke mir die Bilder immer, wenn ich sie dann später einordne, in deine persönlichen Ordner, ja. Ich denke mal, mittlerweile wird dann auch der dritte Ordner voll, gucke ich mir das alles nochmal in aller Ruhe an und bin eigentlich immer nur baff über deine Kreativität, was du alles zeichnest. Das ist, kann man sagen, was man will, das ist absoluter Wahnsinn.
So, und ich glaube, ich gehe jetzt ein bisschen weiter runter noch mit der Kamera, damit ich das Bild auch richtig schön groß hier drin habe. Ne? Ich glaube, so kann man das alles gut sehen. Also, ohne Zähnchen, mit blauen Alpha-Stacheln, im typischen Jasmin-Stil, die Schuppenklasse unterschiedlich groß und die Augen, die Lichtpunkte hat sie zu 100% raus. Was soll ich sagen? Tolles Bild, Jasmin. Vielen, vielen lieben Dank. Gut, machen wir weiter mit dem nächsten. Aha, das hier ist ein anderer Stil. Auch wieder ohne Zahn, mit ihrer typischen Schrift. Yes, ganz genau. Und das erinnert mich so ein bisschen an einen ohne Zahn-Tattoo. Ne? Habe ich jetzt auch schon im letzten oder vorletzten Brief bekommen. Und das geht ein bisschen in die Richtung. Ne? Also ist eigentlich eine Tuschezeichnung und nur das Schwänzchen und das Auge wurde hier farblich herausgearbeitet, aber sieht witzig aus, ne? Ohne Zahn hier so ein bisschen gekringelt. Cool. Gott, steht eigentlich was auf der Rückseite drauf, da muss ich direkt gucken. Nein, okay, alles klar. So, ich sag's nochmal, ich gehe ein bisschen schneller durch. Oh, Hochkantbild, Moment, muss ich doch wieder ein bisschen hochgehen. Ich gehe ein bisschen schneller durch, damit ich hier einfach in einem zeitlichen Rahmen bleibe. Haltet einfach das Video an, wenn ihr das Bild noch ein bisschen länger genießen wollt. Ich gucke halt, dass ich einigermaßen zügig durchkomme und werde es dann für mich privat noch ein bisschen länger anschauen. Ohne Zahn hat sie hier gezackt gemalt mit blauen, ja, Alpha-Zacken, sage ich jetzt einfach mal, ne? Ohne Zähnchen, in der typischen Stellung und dieser liebe Blick halt, ne? Das ist so typisch Jasmin. Toll. Und was mir halt auch schon immer gefallen hat, sie tut nicht lang irgendwie vorskizzieren. Sie nimmt halt einfach hier einen Fineliner und legt los und zack, das sitzt, ne? Ich glaube, sie kann ohne Zahn, was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, sie kann ohne Zahn im Schlaf zeichnen. Die muss die Augen nicht mal öffnen. Sie hat es eigentlich vor sich, nimmt einen Stift, malt einfach ihre Gedanken nach und zack. Ohne Zahn, ne? Fantastisch, echt. So, dann haben wir hier ein fliegendes ohne Zähne. Guck mal, wie lieb der guckt. Ganz einfach gezeichnet, aber total lieb. Hier alles mit Bleistift auch noch ausgemalt, ne? Und schön hier ohne Zahn drunter geschrieben. Ach ja, Jasmin, toll. Ach Gott, und auch die Zeichnung. So goldig, die Pose hat sie, glaube ich, auch schon bestimmt 10 oder 12 Mal gemalt und ist jedes Mal wieder goldig. Ne? Hier guckt zum Beispiel der Mund noch ein ganz kleines bisschen raus. Ein ganz kleines bisschen. Aber das macht's halt aus. Ne? Das ist total lieb und guckt euch die Augen an. Also ich finde, auch da kann man echt viel mitnehmen. Gerade wenn man anfängt zu zeichnen oder wenn man ohne Zahn wirklich mit einfachsten Strichen nachzeichnen möchte, bei Jasmin sitzt es. Toll. Er hat sie noch ein bisschen Schatten hingemalt mit Bleistift. Ne, sie tut jetzt nicht großartig mit Fingern verwischen, sie macht es einfach ganz grob mit Bleistift, aber hat seine Wirkung. Schön. Vielen Dank dafür. Oh, jetzt! Hier ohne Zähnchen, überhalb von einer Höhle. Das sieht aus wie so ein Höhleneingang und das leuchtet so ein bisschen lila, wie so eine Druse. Kennt ihr das? Das sind so Steine, so Kristalle, die eingeschlossen sind in einer Kugel oder in einem Oval. Sieht aus wie ein Ei. Und die haben innen immer so, ja, entweder weiße oder so rosa Kristalle drin und so sieht es aus. Ne? Das ist also wahrscheinlich so eine Kristallhöhle und ohne Zahn wacht da gerade drüber und freut sich, dass er uns sieht. Ne? Klasse. So, dann, ach Gott, auch total goldig hier, ohne Zähnchen mit Fischen. Ja, guckt euch den Blick an. Der freut sich, ne? So wie ich mich über Gummibärchen, freut sich ohne hier über Fische. In allen möglichen Farben. Goldig. Und die Schuppen, beziehungsweise die Rückenstacheln hat sie ja auch noch goldig eingezeichnet. Ohne auf einer Wiese mit Fische. Der Tag wird gut, ne? Klasse. Dann hier, ja, es geht weiter mit ohne Zahn, aufrecht sitzend, guckt einfach nur lieb. Yes. Nicht ein Strich vorgemalt, ne? Gleich Feinliner angesetzt und zack, 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 ohne Zähnchen fertig. Klasse. Und dann noch mit Bleistift hier ausschraffiert. Du liebe Zeit. Cool. Und das ist das, was ich meine. Das hier wäre so eine kindgerechte Zeichnung für ein Kinderbuch. Ganz toll. So, dann hat sie ohne Zähnchen gemalt nach einer Vorlage von so einem Sticker. Ne? Ohne Zähnchen mit Fisch. Ohne Zähnchen mit Fisch. Und dieses Körbchen hat sie auch noch mit reingemalt. Und man sieht vor allem die kleinen ohne Zähnchen. Oder? Doch goldig. Klasse. Und ohne Zahn natürlich
mit Herzele. Ja, Jasmin und ohne Zahn. Das ist, glaube ich, eine Liebe auf ewig, oder? Kann das sein? Und dir nehme ich das auch ab, ne? So, dann natürlich, ja, ohne Zahn. Wow! Verschmitzt, lächelnd, ne? Sie hat auch die Augen unterschiedlich groß gemacht, aber auch darauf geachtet, dass die Lichtpunkte hier ein bisschen variieren. Und er scheint hier auch sein Fluggeschirr anzuhaben. Auch eine goldige Zeichnung, ohne Zähnchen, fliegend. Als nächstes haben wir hier Higgs auf ohne Zahn, nach dieser Vorlage von diesem Sticker hier. Und klasse, ne? Higgs guckt hier auch ziemlich entschlossen. Das Schild ist ja schön geworden im Vergleich hier, dieses Bild. So, und ohne Zähnchen. Guckt euch das mal an hier unten. So. Das ist klasse, oder? Goldige Zeichnung, wirklich. Oh, dann haben wir hier ohne Zahn mit Rennstreifen. Direkt von oben gezeichnet. Auch hier vorne am Köpfchen nicht vergessen. Sehr gut. Habe ich schon viele Zeichnungen gesehen, die das echt vergessen haben. Hier vorne. Das ist alles dran, aber das hier fehlt dann. Man sieht hier auch sehr schön das Fluggeschirr, ne? Seitlich dieses Leder entlang bis zu seinem künstlichen Schwanzspitzen hier, das Zeichen von Berg mit drauf, ohne Zahn mit Herzele, Jubel, Jubel, Freu, Freu, alles gut, super, ready to fly, Sattel kann man hier auch noch sehen. Dann geht's weiter, oh, mit dem Alpha ohne Zahn, hier in einer nach vorne geduckten Stellung und die Stacheln leuchten hier ein bisschen. Die hat sie blau gemacht und die Strahlen ein bisschen angedeutet, ne? Kann man sehen? Goldig, oder? Auch das Näschen ist hier blau, total süß gezeichnet. Ne? Guckt es euch an, hier geht es weiter. Cool, cool gemacht. Und natürlich auch wieder ein Herzchen. Ohne Zahn ist ja schließlich ohne Zahn. Klasse. Ne? Und ich sag's nochmal, ich gucke es hier einfach ein bisschen schneller mit euch durch. Haltet einfach das Bild an, das Video, dann könnt ihr es nochmal in aller Ruhe genießen. Ich muss halt gucken, dass ich irgendwie durchkomme. Ne? Ohne Zahn von der Seite kommt hier gerade auf dem Boden auf. Scheint ein bisschen wackelig zu sein, denn er hat sein künstliches Schwanzstückchen hier nicht dran. Vielleicht genau die Szene, bevor er Higgs kennengelernt hat, als er in dieser vertieften Grube saß mit dem See drin. Ne? Cool. So, dann, oh, das ist ja auch mal interessant. Aha, ohne Zahn in allen möglichen Sprachen. Ne? Toothless. England hat sie drunter geschrieben. Dann haben wir hier, was? Lissitz, Türkei, sehr interessant. Oh, Chinesisch hat sie auch hier, das ist ohne Zahn. Klasse. Dann hat sie hier Thailändisch. Das hier heißt wahrscheinlich ohne Zahn in Thailändisch. Edente, Frankreich. Dann was? Sin Dientes, Spanien. Okay, dann haben wir hier Besziba, wie auch immer man das ausspricht, auf Serbisch, dann Sendato. Du wolle eine Pizza, Sendato. Nein, eher nicht. Italien und ohne Zahn in Deutsch. Cool, ohne Zahn in allen möglichen Sprachen. Erfunden oder echt, keine Ahnung, ich find's cool. Ich meine, Higgs heißt auf Französisch Harold. Harald oder so irgendwie was, ne? Ist schon witzig. So, was haben wir hier? Oh, goldig. Ein tolles Porträt ohne Zähnchen, versteckt sich hinter seinem Schwänzchen. Klasse. Der Blick wieder, ne? Mega entschlossen. Und hier, mein Schwänzchen! Im Alpha-Modus. Sehr gefährlich. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Bleistift jetzt schon wieder nur noch so lang sind, ne? Klasse. Ach, Jasmin, toll. Oh, und da kommt ein total lieber ohne Zahn. Guckt euch das an. Ist das nicht zuckerhammermäßig lieb gezeichnet? Toll. Und hier andeutungsweise das Fluggeschirr auch um den Hals rum. Klasse. Und das hier schätzungsweise der Steigbügel von Higgs. Kann das sein? Hier hat sie sogar das Seil noch ein bisschen detailliert bemalt. Ne? Dann hier noch die ganzen Löcher drin zum Verstellen und so weiter und so fort. Goldig geworden. Schön. Ach, das ist ein mega lieber Blick. Ohne Zähnchen. So, als nächstes haben wir hier Silicia. Ja, wie cool ist das denn? Ist das eine fliegende Maus oder irgend sowas? Das ist ja cool. Ja, irgendein Tierchen, ne? Guckt euch den Blick an. Klasse. Und hier ein Zeichen auf der Stirn. Ist das Gold oder Gelb? Kann ich gar nicht so richtig erkennen. Auf jeden Fall ein tolles Fantasywesen, oder? So ein fliegendes Hörnchen oder ein Fuchs oder irgendwie sowas in der Richtung. Ganz weiche
Flügelchen, Federchen, auch das Schwänzchen ist ja goldig. Silizia, tolles Fantasy-Wesen von Jasmin. Oh, dann haben wir hier einen tollen Drachenkopf. Guckt euch den mal an. Auch cool. Ne? Ganz viele Stacheln hier am Hals entlang, auch hier oben. Cool gemacht. Die Hörner seitlich, dicke Nasenlöcher und boah, mega viele Zähne im Maul. Ja, so eine Drachenkopfstudie, eine Outline-Zeichnung zu einem erfundenen Drachenkopf. Der ist dir sehr gut gelungen, auch von der Perspektive her. Vor allem das Näschen ist interessant, wie das hier ausläuft. Ne? Schöne Idee, gefällt mir gut. Als nächstes haben wir hier wieder ohne Zahn. Ja, das ist ja ein krasses Bild. Wir haben hier auf jeden Fall wieder einen weißen Nachtschatten im Alpha-Modus und der Rauch quillt ihm hier noch ein bisschen aus den Lefzen. Die Augen hat sie ganz gefährlich gezeichnet und irgendwie hat er hier eine Kette um den Hals, wo er sich gerade losreißt, ne? So nach oben wegfliegt, damit die Ketten hier reißen. Auf jeden Fall hat er hier irgendwie ein Fluggeschirr an und Narben hat er auch. Boah, guckt euch das an. Ganz gefährliche, dicke, tiefe Narben. Und die Augen, ne? Klasse. Und hier glüht rot aus den Nasenlöchern. Interessant, ne? Also auf jeden Fall ein cooler Nachtschatten, der hier gerade irgendwie die Ketten sprengt oder sowas. Zumindest wirkt es auf mich so. Interessant, sehr interessant. Ne? Haltet ruhig das Bild an und lasst es ein bisschen auf euch wirken. Kommt richtig gut. Als nächstes haben wir hier einen Skorpion. Sehr schön. Dabei fällt mir ein, mir fehlt noch der Skorpion, der Riesenskorpion mit Reiter von Eldrador. Den wollte ich mir auch schon die ganze Zeit besorgen. Ist immer noch ein bisschen zu teuer, aber der wird, glaube ich, richtig, richtig gut. Denn das Viech war schon spektakulär. Hat lange Zeit weit, weit, weit über 30 Euro gekostet. Das war mal echt zu teuer. Wenn es jetzt ein bisschen so in einigermaßen bezahlbare Gefilde geht, dann werde ich mir den auf jeden Fall zulegen. Denn der passt toll, wie ich finde, zu den Eldrador Creatures mit dazu. Ja, schöne Outline-Zeichnung zu einem Skorpion. Gefällt mir gut. Joe ist auch Skorpion, ne? Ja, ja, die Skorpione. Dann auch schön. Ich glaube, dieses Motiv oder diese Art habe ich auch schon ein, zwei Mal von Jasmin bekommen. Das ist ein Drachen, der sich hier um so eine Felsspitze wickelt. Das sieht super gut aus. Ist ein typisches Motiv für einen Drachen aus Resin. Habe ich einige da. Die haben so eine ähnliche Stellung und von dem her gefällt mir das sehr, sehr gut vom Thema. Ne? Ihr seht, das sind richtige spitze Felsen, Klippen oder Kristallspitze oder sowas, wo sich dieser Drache hier rumschlängelt, die Flügel weit ausgebreitet, ne? Kopf so hinterm Felsen vor und die typische schwarzen Zahnspitzen von Jasmin, ne? Auch das ist typisch und vor allem eine rote Outline, ne? Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, boah, ich habe es echt vermisst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Super Bild. Und das Ganze wirkt natürlich umso bizarrer durch die tollen Rückenstacheln, die dieser Drache hier hat. Ne? Auch toll, wie der Schweif hier aufhört. Ich freue mich, Jasmin. Ich freue mich echt. Als nächstes haben wir hier den Feuerschweif. Auch eine Outline-Zeichnung. Ja, ihr war jetzt gar nicht wichtig, den Drachen zu bemalen, sondern nur die Outline anständig zu malen. Dann auch hier das Muster ein bisschen seitlich zu sehen. Die Füßchen unten hat sie rot gemacht. Die Stachelspitzen sind rot. Guckt auch total lieb, ne? Lieber Feuerschweif. Wenn man das so ein Weilchen betrachtet, sieht es eigentlich aus wie ein Flugzeug, oder? Wie so ein Düsenflugzeug von der Seite. Hier sind die Fenster drin, ne? Hier natürlich Der Flügel und hier vorne ist die Kabine, ne, wo der Flugzeugpilot drin sitzt oder so irgendwie. Klasse. Oh, dann haben wir hier einen ganz, ganz wilden Drachen. Schaut euch den an, Burner. Das sieht auch ein bisschen eisig aus, ne? Womöglich ein Feind, ein Gegner vom Schneegeist oder so irgendwie. Auf jeden Fall hammeraggressives Auge, hammergefährliche Zähne, hammerlange Hörner. Und mir gefällt auch dieses Flugsegel auf der Mitte von seinem Rücken, was man hier noch ein bisschen entlanglaufen sieht. Boah, guckt euch die Schwanzkeule an. Die ist ja mega. Boah, voll bespickt mit Dornen. Ach, du liebe Zeit. Wo der hinschlägt, da wächst kein Gras mehr, wollte ich sagen. Ne? Da ist kein Schnee mehr. Da ist nur noch ein Riesenloch. Die Flügel sind auch klasse. Ne? Die Flügelrippen, wie sie die hier so ein bisschen schräg gezeichnet hat. Klasse. Und läuft hier auch ein bisschen blau schraffiert aus. Auf jeden Fall mega kräftige
Flugarme, guckt euch das an. Wow, was für ein Hammerdrachen. Super, Jasmin, der gefällt mir auch hammermäßig gut. Toll, auch die Stellung, super. Schön so von vorne im Flug eingefangen. Der Hammer. So, als nächstes haben wir hier Donnerklaue. Pfeift euch das rein. Toll. Richtig, richtig toll. Riesenzunge, das heißt definitiv Leckermäulchen, ja, und so guckt's auch. Total lieb, total lieber Blick, mega goldig gemacht. Die Zähnchen wieder im typischen Jasmin-Style und hier alles mit hellblau schraffiert. Hier die flammenden Rückenstacheln mit weit ausgebreiteten Flügelchen. Donnerklaue von Jasmin Lovetoothers. Ich glaube, das ist Premiere, oder? Nein, du hattest mir auch schon mal in Mini gezeichnet. Klasse. So, dann nochmal ein ganz goldiger ohne Zahn. Guckt hier einfach, lacht hier einfach ins Bild. Freut sich, dass er hier den Alpha-Modus hat. Cool, mit den blauen Stacheln hier die Öhrchen. Schön rund gemacht. Klasse. Fluggeschirr an. Sehr schön. Tolles Porträt von ohne Zahn. Mensch, vielen lieben Dank für deine tollen Bilder. Boah, das ist auch schön gezeichnet hier. Richtig dynamische Flugpose. Ohne Zähnchen mit enormen Muskelschwingen. Ja, guckt euch das an. Fluggeschirr hat sie eben hier auch angelegt und die Zunge hier hängt auch noch raus. Klasse. Jetzt ein bisschen mit den Proportionen gespielt, sprich der Schweif ist hier relativ dick, die Flügel sind richtig, richtig groß, die Flugarme mega kräftig, aber hat was. Das heißt, es kann ja sein, dass der Schweif hier auch nach vorne schnalzt, dann ist die Größe natürlich absolut nachvollziehbar. Aber das ist eigentlich alles halb so wild, es kommt auf die Aussage von dem Bild an und das ist dir einfach gelungen. Also lohnt sich wirklich, das Bild ein bisschen in aller Ruhe noch länger anzuschauen. Schön gemacht. So, als nächstes, oh, jetzt wird's gruselig. Hier haben wir, ja, ein Widder, ein Schaf mit ganz langen Hörnern und einem Schädel. Gruselig, oder? Ein Gruselschaf aus der Unterwelt wahrscheinlich. Mit ganz spitzen Zähnen. Der Hammer. Ja, also ob das hier nur Gras kaut, das wage ich mal zu bezweifeln. Auf jeden Fall auch das Fell hier ganz bizarr, ganz krass gezeichnet. Also tolles Fantasy-Wesen, was ja echt ein bisschen gruselig rüberkommt, ne? Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag so Schädelgeschichten, so skelettierte Sachen. Und die Hörner sind ja auch richtig cool geworden. Ja, klasse. So, Leute, FSK 18. Ach Gott, super. Ohne Zähnchen hält sich die Augen zu. Ach du liebe Zeit. Ich habe noch gar nicht auf das kommende Bild geguckt, aber könnt ihr davon ausgehen, das wird heftig. Also, ne? Wenn ihr Angst habt, haltet euch kurz die Augen zu. Holt euch irgendjemanden, der euch beisteht, denn jetzt wird's FSK 18. Also ein Bild nur für wirklich Hartgesottene und die ganz Großen unter euch. Achtung, Achtung, Achtung. Oh Gott, ist so goldig gemalt. Jetzt kommt, wow, der flüsternde Tod. Mit dem unfassbar weit aufgerissenen Maul. Boah, guckt euch die spitzen Zähne hier an. Boah, FSK 18, mir graust, mir schlottert alles. Genauso wie die Schrift. Guckt euch an. Das ist cool. Boah, flüsternder Tod. Mit den typischen Jasminstacheln und natürlich roter Outline. Klasse, 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 klasse. Hoffentlich begegnet mir niemals im Leben so ein Viech. Hey, echt. Also da würde ich mich glatt an einer Pizza verschlucken, wenn der mich plötzlich hier angucken würde. Ne? Klasse, oder? FSK 18, zack. Der Knaller. Ach du liebe Zeit, es geht weiter mit FSK 18. Ganz gruselige Drachen hier. Ja, guckt euch das an, der Shadow Burner. Super gezeichnet. Wow, auch wieder eine sehr dynamische Pose. Boah, fliegt hier so zack schräg ins Bild rein. Guckt euch mal den Stachelschwanz hier an. Boah, das ist ja der Hammer. Mega spitzig, mega stachelig, hey. Das ist ja, wow, wenn der mit seinem Schweif hier ausholt, dann ist alles kaputt, Leute. Das ist, wow, und ein totes Auge, ohne Pupille, ne, pfeift euch rein. Spitze Zähnchen, da ist alles spitz. Krallen spitz, Stacheln spitz, das Auge spitz. Selbst das Näschen ist spitzig. Du liebe Zeit, Jasmin. Klasse, toller Drache. Wow, gefällt mir. Was haben wir denn hier?
Auch toll. Boah, mit riesen Dornen an den Flügeln, ne? Auch hier Stacheln ohne Ende. Und selbst hier laufen noch Stacheln entlang, ne? Pfeift euch das rein. Frontal von vorne der Stacheldrache mit Stachelnäschen. Super. Auch was Eisiges, oder? Kann das sein? Mega. So, damit wir uns jetzt wieder ein bisschen beruhigen, ganz liebes Köpfchen von ohne Zahn, oder? Streckt uns die Zunge raus, ja, alles halb so wild. War nicht wirklich FSK 18, ne? Aber doch schon ganz schön gruselige Drachen, ne? Ja, die Augen wieder, top. Neuerdings immer Alpha-Modus on. Sehr schön. Und ich sag's nochmal, ne? Es bricht mir eigentlich das Herz, die Bilder so schnell durchzugucken. Aber denkt immer dran, ich zeig das euch hier im Schnellverfahren. Ich guck mir die Bilder dann nochmal in aller Ruhe an. Denn das sind sie wirklich allemal wert, ne? Auch hier, das Mäulchen geht noch goldig hier ins Gesicht rein. Die Augen sind mega süß geworden. Fluggeschirr, ganz, ganz goldiger ohne Zahn. Toll. Hat zufällig irgendjemand mitgezählt, bei wie vielen Bildern wir jetzt mittlerweile sind? Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist der absolute Oberknaller, ne? Hier ohne Zähnchen leicht von hinten gezeichnet. Er sitzt auf allen Vieren, die Flügelchen schön zu sehen. Auge mit ganz vielen Lichtpunkten. Auch wieder eine andere Pose. So, dann ohne Zahn. Seitlich, Moment, das sind zwei Bilder. Ja, seitlich, guckt ganz neugierig. Irgendwas hat er gesehen, auch das Fluggeschirr hier an. Die Flugarme, früher ganz einfach gezeichnet, jetzt sieht man da schon ein bisschen mehr eine Unterteilung in Muskeln oder halt in Abschnitte. Das gefällt mir sehr gut. Dann hat sie hier einen mega lustigen kleinen ohne Zahn gezeichnet. Riesenzunge, Riesenaugen, ich meine, hallo. Jedes Herz schmilzt dahin, oder? Das willst du einfach nur in den Arm nehmen und knuddeln. So, so zuckersüß. Mein Gott, echt Hammer. Richtig, richtig Hammer. Cool gezeichnet. So, ohne Zahn steht Kopf auf diesem Bild. Hier ganz, ganz viele Schuppen. Und auch die Augen wieder schön viele Lichtpunkte drin. Dieser Blick, ne? Ich drehe es mal so rum. Klasse, oder? So rum sieht's aus, als ob er morgen gymnastisch machen würde, ne? Immer die Arme in die Höhe, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und so halt mal einen lockeren Kopfstand zum Abschluss, ne? Klasse. Ach, Jasmin, das macht echt Spaß, deine Bilder hier anzuschauen. Der Burner. So, hier ein selbstbewusster Blick, ne? Mit dem Bändelchen hier rum und Alpha-Modus. Yes! So, dann haben wir hier auch ein schöner Drachenkopf. Klasse. Die Form gefällt mir sehr gut. Oh, auch die Brustschuppen. Guckt euch die mal an. Sehr schön gezeichnet. Originell zumindest. Nicht 0815, mal was ganz anderes. Und auch die Form von diesem Nasenloch, ne? Sieht fast aus wie ein Flügel. Und auch das ist eher so ein bisschen, ja, sieht eher ein bisschen aus wie ein Knochenschädel. Ne? Wo man gar nicht erkennen kann, dass es hier in einzelne Zähne übergeht, sondern richtig aus dem Knochen raus, die Spitzen, auch sehr gefährlich. Zumindest würde ich nicht meine Hand reinhalten. So, dann noch ein Bild, dann glaube ich, mache ich hier an dieser Stelle einen Cut. Toothless the Night Fury, ohne Zahn in der fliegenden Pose und hier nochmal das Zeichen der Angriffsklasse, auch goldige Augen, das ist einfach nur putzig, ne? Wenn so ein Scheißerchen durch die Luft fliegt, ich meine, was brauchst du da mehr, oder? Der Hammer. Leute, habt ihr mitgezählt, wie viele Zeichnungen das bis jetzt waren? Also das waren, wow, das waren mehr als genug, der reine Wahnsinn. Ich mache hier einen Cut. Denn sonst wird das Video zu lang. Ich mache gleich noch einen zweiten Teil. Dann schauen wir uns die restlichen Bilder an. Und das sind mehr als genug. Bin ich gespannt, ob der zweite Teil überhaupt reicht. Vielleicht wären es auch drei. Kann gut sein. Jasmin, an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes, liebes Herzele für dich zwischendurch. Für die Mühe, für die Zeit, für das, ach Mann, für alles. Ich finde es so, so lieb von dir und wie schon gesagt, ich hatte es noch nie, dass mir ein Mensch, eine Menschin so viele Bilder schickt. Der Wahnsinn. Also ich glaube, jetzt ist der dritte Ordner mit diesen Bildern wirklich auch wieder komplett voll. Sag ja, ich kann eine eigene Jasmin Love Toothless Galerie eröffnen. Das ist der Wahnsinn. Also nochmal Dankeschön für alles und wie schon gesagt, Leute, haltet einfach immer zwischendrin mal das Video an, genießt die Bilder. Ihr seht ja, es wird einfach zu lang, wenn ich zu jedem Bild was sage, kommen wir da nie durch. Drum muss ich halt alleine fürs Video ein bisschen schneller hier die Bilder zeigen. Aber so seht ihr doch mal, was Jasmin hier alles Schönes gezeichnet hat. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns wieder im zweiten Teil. Bis dahin, ciao, tschüsschen, viele liebe Grüße, euer Rupi.
Yay.